Das Bauhausarchiv in Berlin hat sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Das Museum beherbergt die weltweit größte Sammlung der bedeutendsten Schule für Architektur, Kunst und Design des 20. Jahrhunderts. Zum Tag der offenen Tür kamen mehr als 4.700 Besucher, um sich die Arbeiten von Meistern und Schülern wie Klee, Kandinsky oder Mies van der Rohe anzuschauen. 1960 wurde der Grundstock des Archivs zunächst in Darmstadt gelegt. Jahre später kam der Umzug nach Berlin in einen von Walter Gropius entworfenen Bau.